Moin moin liebe Freunde und willkommen zu Wastler. Wastler ist ein Spiel, das ist 2019 erschienen und ist quasi ja, GTA 2 im Mittelalter, kann man sagen. Mit der klassischen Draufsicht von oben. Wir spielen ja diesen glasköpfigen Schlägertypen. Beim Intro musste ich schon sehr oft schmunzeln und ich hoffe, das ist ein Spiel genauso. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt. Wir starten mal direkt ein neues Spiel auf Mittel, würde ich sagen. Wähle den Steuerungsmodus bildschirmorientiert. Mausalt, wir nehmen ab bildschirmorientiert. Halte rechte Hand und Maustaste gedrückt, um zu zielen. Bewege dich nicht, um nachzuladen. Los geht's. Okay. Okay, das fängt schon echt bescheuert an. Hier ein schöner Penis auf dem Schild gemalt. Toughest medieval motherfucker making trouble with his homie buddy. Would you want to hear a story or just kick some ass, yo? Sind gerade alle Hühner umgefallen? His head is bald, eyes are red, he's always staring so cold, and for a pouch of coins he throws his sellers very hard of gold. He never speaks a lot to others, always weighing. Und die Kuh hier auf dem Dach ist auch genial. He's quick to kick you to the curb. What a low born peasant making his own presence, but it might go unpleasant, so watch. Oh, nicht ramponiert das Dorf. Mit dir kann man Fehde stehlen. Ich habe scheinbar zu viel gefeiert. Nur ruhig, du schaffst das schon. Langsam nach vorne, rechts, links, rechts, links. Ich glaube, hier bin ich besser positioniert. Gut, wie soll unsere Steuerung werden? Eigentlich könnte ich jetzt einen kurzen gebrauchen, na gut, einen Schluck oder auch fünf. Scheiße, was ist das so laut hier? Ja, BASD. Einfach, Shift sprinten. Mahlzeit. Ey, du Dreckarsch, glaubst du, dass du Werfen von Kühen auf das Dach lustig ist? Vielleicht wird dir das Lachen vergehen. Und du hast keine Ahnung, wie laut du dir gerade dein Todesurteil unterzeichnet hast. So. Der Kugelei-Anteil hier. Halte rechte Maustaste kurz vor dem Angriff des Gegners, um den Schlag abzuwehren. Hey, 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 immer mit der Ruhe. Komm her. So sieht das Ende aus, wenn man sein Maul aufreißt. So sieht's aus. Verdammt, ich verspäte mich zum Treffen mit dem Chef. Gut. Jetzt müssen wir zu unserem Chef. Keine Ahnung, was ich beruflich mache. Hier ist unser Pferd. Wähle den Reitmodus aus. Die Musik geht mir ziemlich auf die Nerven. Besser. Oh, ist das bescheuert. Das ist so bescheuert, dieses Spiel. Jetzt schon. Und ich spiele gerade mal 5 Minuten. Gesundheit, der Herr. So. Auf geht's zum Chef. Der klassische Medic, die Medic-Kutsche. Achso, jetzt mit der Stadt. Stopp. Okay. Was haben wir hier? Achso, hier kann man wahrscheinlich Waffen kaufen. Sieht das schon, also ist das schon eine schöne Stadt, ne? Eigentlich so. Hier wird sich schon wieder geprügelt. Verdammt, besoffener Depp, du bist zu spät. Ja, ich weiß. Ein paar Schwierigkeiten auf dem Weg. Ich soll ein Pferd klauen, okay. Und neu pimpen lassen, neu lackieren in Pimp My Horse. So, es ist ja mal Schluss mit lustig, Freunde. Darf ich mitmachen? Hey, hast du gerade mein Pferd geschlagen? Hast du gerade mein Pferd geschlagen? Ich glaube, Spinne. Ja, jetzt läuft er weg, oder was?
Was ist er wieder? Ich sehe leider überhaupt nichts hier in diesem Durchgang. Kommt doch mal zurück. Ja, da ist er wieder. Ja, komm her. Komm mal her. Du bist fett geschlagen, dafür wirst du büßen. Jetzt versteck dich doch nicht da drin, das ist unfair. Komm her jetzt. Jetzt hab ich mein eigenes Fett geschlagen. Poliergold. Ja, aber es steht wieder, ne? So sieht es nämlich aus. Gut, habe ich auch mein erstes Gold verdient. Hier geht's raus. Zwei eigene Parkplätze für Pferde. Der Wahnsinn. So, es gibt auch eine Karte. Okay. Ist nicht so klein. Stadt. Gibt mehrere Städte auf jeden Fall. Sehr schön. Hier müssen wir hin. Und wahrscheinlich hier in The Pimp My Horse. Okay. Sollte machbar sein. Oh. Okay, er will keinen Stress. Da ist das Pferd. Das muss ich klauen. Wird bestimmt nicht unbeobachtet bleiben. Die schleichen? Ne, ich glaube nicht. Das ist mein Pferd, du Trottel. Nicht mehr. Halte linke Shift-Taste gedrückt, um zu galoppieren. Okay. Aber ihr querfällt ein. Die haben sogar kleine Polizeisirenen. Oh. Junge. Junge. Okay, die kann man nicht so leicht abhängen wie bei GTA damals. Junge, jetzt lass doch mal ab von mir. Das kann doch nicht sein. Reite doch mal gegen den Baum. Ah, sehr schön, abgehängt. Ist das hier mit meinem Horse? Jo, beinahe. Schön. Einfach eine neue Lackierung bekommen. Liefere Buddy das gestohlene Pferd. Okay. Wieso habe ich jetzt hier zwei Marker? Warum? Achso, das ist doch My Horse. Na gut, wir nehmen den oberen Marker. Ich weiß doch gar nicht, ob das Ganze nur eine Folge wird. So als kleinen Test. Oder ob ich daraus eine Reihe mache. Das muss ich nochmal gucken. So, hier rein. Der betrunkene Meister höchstpersönlich. Honig? Oh, ein großes Turnier. Das, da bin ich doch dabei. Wir sind nicht vom Adel, ne? Das stimmt natürlich. Oh, er hat eine Idee. Gut. Geh nach Hause, um das Spiel zu speichern. Kann ich sowas kaputt machen? Ich habe einen Stock gefunden. Geil, meine erste Nahkampfwaffe. Das ist ja abgefahren. Aber Gold hier versteckt. Okay, es lohnt sich also offenbar sowas kaputt zu machen. Jo. So, wir müssen nach Hause. Wir sollen das Spiel speichern. Das machen wir doch direkt mal. Was ist das hier? Achso, soll auch leben. Gut. Hier wohne ich. Was ist das? Hält an, du dämlicher Idiot. Warum? Ist offen gegangen, so als ob der König höchstpersönlich Geburtstag hätte, was?
Du kommst zurück und denkst, dass du einfach schlafen gehen kannst. Nicht so laut. Steige auf den Wagen mit dem Flug. Oh Mann, ich denke, ich darf jetzt schlafen gehen. Jetzt muss ich noch auf Felder flügen? Drücke E, um mit dem Flügen zu beginnen. Jo, dann flüg mal hier ein Feld. Mache ich das nicht schön? Vielleicht sollte ich auch mal den Landwirtschaftssimulator spielen. Ein Händchen hätte ich dafür, ja, oder? Das passt schon, ist noch keine 100%. Ich kann noch nicht weitermachen. Na gut, dann eben nicht. Geh nach Hause, um das Spiel zu speichern. Dieses Mal ist das ernst gemeint. Okay. Immer mit der Ruhe. Ich versuch's. Oh, es ist Nacht geworden. Quest abgeschlossen. Upgrade verfügbar, drücke K. Okay, wir können skillen. Wir haben 4 Hufeisen zur Verfügung. Vergrößert die maximale Gesundheit um 10%. Maximale Schaden um 5%. Geil, Verbrauch beim Rennen um Kämpfen um 5% weniger Ausdauer. Das können wir nicht. Stellt pro Sekunde 1% der maximalen TP wieder her. Auch nicht schlecht. Würfe mit Scheißhaufen verlangsamen die Gegner um 10%. Geil, lädt die Armbrust um 10% schneller nach. Okay. Kampf, Distanz, Reiten, was haben wir bei Sozial? Anstellung eines Baden ist um 33% günstiger. Mehr Munition und Geld, auch nicht schlecht. 10% Rabatt in Läden. Ich glaube, ich gehe erstmal so ein bisschen auf Kampf. Ich höre erstmal meine Lebenspunkte so ein bisschen. Upgrade. So, wir haben noch 2 Punkte übrig. Und den Schaden noch, ne? Jo. Jo. So, was ist meine Aufgabe? Ich werde die Steuerung kurz ändern. Steuerung, bildschirmorientiert, nee, hätte ich gern mausorientiert. Ja. Ich glaube, das damit komme ich besser klar. So, hier haben wir jetzt Quest. Mal gucken. Dritte Saison. Was würdest du sagen, wenn es möglich wäre, dass du am Turnier teilnimmst? Würde ich sagen, was muss ich dafür machen? Grüß dich an meinen Händler, und zwar ein schlechter Händler. Der Chef hat mich gesucht, okay. Dauert aber lang mit seinem Plan. Drücke linke Steuerungstaste, um die Waffe zu wechseln. Oh, ich habe eine Fackel. Nee, ich muss die Steuerung doch wieder ändern. Das gefällt mir doch nicht. So. Immer dieses Pferd. Ich weiß nicht, ob das meins ist. Nur noch 15 Pferd. Reite zu Herb. Herb ist hier. Ein weiterer Ritter. Okay, soweit ich weiß, rastet er im nahegelegenen Wald. Entferne ihn. Jagdsaison auf Ritter. Ja, ist ja gut. Oh, ich habe eine Armbrust bekommen. Schieße mit der Armbrust 3 Puppen an. Okay, es dauert doch recht lange zum Nachladen. Töte die Ritter. Und wir haben noch Armbrust. Munition, okay. Ja, dann schnapp ich sie mir mal, ne? 3 Ritter. Wo sind sie? Da hinten. Okay. Kann ja nicht so schwer sein. Ich hätte eigentlich kenne ich gerne noch ein Schwert oder so. Anstatt nur eine Fackel und einen Stock.
Hier sind sie. Das muss so sein. Oh, komm. Oh. Schildknappe. Das wolltest du eigentlich du sein? Ja, dann komm her. Oh, er hat ein Schild. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach so, er kann nicht im während des Gehens nachladen. Ja, dann komm her. Hatte ich nicht noch eine Fackel? Da. Okay, er brennt zumindest. Das ist schon mal cool. Das hilft ja ordentlich. Aber er hat ein Schwert. Hör auf jetzt ständig zu blocken. Schneller. Schau, was ist das hier? Hilft mir das? Hier Gold. Munition. Was hat er? Kann ich nicht aufheben oder was? Snatlar. Oh, präziser Schuss. So, jetzt habe ich auch ein Schwert, ne? Geil. Aber was ist denn dahinter noch? Ein Stock. Hat ihr noch irgendwas zu essen? Nur Stöcker dabei, ne? Ich hab nicht mal so viel Leben. Okay, hat sich erledigt. Ich hab wieder Leben. Gut. Auf geht's zum nächsten Ritter. Ich nutze den Leichenwagen. Ach so. Das ist ein Leichenwagen. Interessant, interessant. Auf da! Lade die Leiche des Ritters auf den Wagen. Überfahre ihn einfach. Okay, wir versuchen's. Zack! Oh, war einfach. Kann ich den auch mitnehmen hier? Nee. Jetzt soll ich zum Totengräber. Das war bei GTA damals nicht so, dass man Leichen entsorgen musste. Aber gut. Bin offen für Neues. Hey, ich hab Vorfahrt. Ja, komm. Hier muss ich hin. Eine erstklassige Leiche. Immer noch so frisch und immer noch so tot. Vergraben und vergessen. Keiner wird empfangen. Wenn du irgendwann wieder Geld brauchst, dann spring auf den Wagen auf und liefere mir ein paar neue Leichen. Aha. So kann man also Geld verdienen. Einfach irgendwelche Leute töten und hier liefern. Super. Wir haben wieder Fähigkeitspunkte zur Verfügung. Hier 10% schnelleres Nachladen, das nehmen wir schon mal. Das kann nicht schaden. Jetzt haben wir noch 2 Punkte. Mehr Munition und Geld finden. Warum nicht? Gut, was ist jetzt meine Aufgabe? Wieso habe ich jetzt kein Pferd hier stehen? Neue Hauptquest, okay. Hinder. Stopp, was steht da? Milizia! Das ist Militärgelände! Ich gibt's doch bestimmt ein paar Waffen, oder? Oder ein Schild oder so. Da ist ein Schild. Oder? Da ist auf jeden Fall ein Schild. Und was ist das? Ein Keks? Ja. Zack! Ein Schild. Hat keiner gemerkt, ne? Einfach so. Fuck the King. Neun, sieben, sechs, sieben, was heißt das? Hallo?
Jetzt. Ein Typ, der einen anderen Typen kennt. Wenn wir an dem Turnier teilnehmen möchten, müssen wir über die Brücke. Das ist der einzige Weg in die Hauptstadt. Wie wir das anstellen, nur der Adel kann über diese Brücke passieren. Ich kenne einen Typen, er ist wirklich ein Hexer. Er kann jedes Dokument fälschen, auch das Zertifikat des Adelstandes. Aha, habe ich mir schon fast gedacht. Ja, das wird aber kein Scheißbaum werden, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Der Typ ist Bade. Er nimmt dich mit zum Fälscher, okay. Habe ich doch schon alles gefunden hier. Warum ist da ein riesen... Ich will wissen, was in dem Geschenk drin ist. Warte zum Baden schon. Wo ist er denn? In der Stadt. Mitten in der Stadt ist er. We want you for King's Army. Das ist bescheuert. Da ist er. Schön am Singen. Um die Schläge des Gegners abzuwenden, ja. Hey, seid ihr bescheuert? Was? Und ihr, mein Herr, ein Autogramm? Ich möchte, dass du mich zum Fälscher bringst. So, ich dachte, das gibt es hier irgendwie Ärger. Es gibt doch Ärger. Aber ich habe ein Schwert und keinen Stock. Alter, der hat mich getroffen im Stock. Spinnt der? Hallo? Echt tolle. Eine Gebühr, okay. So, anheuern, komm. Schlage den Baden und drücke F5, um das Lied zu ändern. Das wollte ich hören. Und auch andere Tracks. Was ist das denn jetzt mal für euer Problem? Jetzt muss ich ja noch Steckbriefe abhängen. Hey, Junge! Ach, jetzt hat er keinen Bock mehr bei uns. Na gut. Die Musik gefällt mir doch. Aber ich bezweifle, dass es sich früher schon gegeben hat. Das ist so scheuer. Wer denkt sich sowas bloß aus? Shit, we go again. So. Mich dünkt, dass ein recht gut informierter Mensch von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen will. Wie kann ich helfen? Doch eine Bestätigung fürs Adelsstandes. Ich helfe Ihnen gerne bei diesem Projekt, mein Herr. 5000 Stücke Gold? Wo ist jetzt mein Bade hin? Okay, wir haben neue Nebenaufgaben. Ja, wahrscheinlich jetzt so lange, bis ich die 5000
Gold zusammen habe, um an Turnierteilnehmen teilzunehmen. Wir haben hier noch mittelalterliche Kampfkunst, da können wir auch mal hingehen. Felderrennen haben wir anscheinend. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Können wir uns auch mal angucken. Aber Freunde, ich würde sagen, für die erste Folge soll das schon genügen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Zumindest so sehr, dass ich da noch mindestens noch eine weitere Folge doch, aufnehme. Ich finde, das Spiel hat ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Es ist sehr witzig gemacht. Ich mag Mittelalter-Spiele sehr. Und ich mochte auch GTA 2 damals sehr. Deswegen ist das eigentlich das perfekte Spiel für mich, ne? Lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt, ne? Viele Leute, die meine Videos gucken, haben gar nicht abonniert. Und ich kann gar nicht verstehen, warum nicht. Also macht das. Ist für euch kostenlos. Und ihr macht mir damit eine Freude. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Ciao.